Was ist das denn? Das Beste oder nichts? Da haben wir so eine schöne A-Klasse W177. Und wir machen hier so ein bisschen HiFi oder haben das schon fertig gemacht. Hier ist eine USB-Endstufe drin, die betreibt uns den originalen Advanced Subwoofer und die originalen Türlautsprecher in Verbindung mit neuen Hochtönern, so wie wir das halt immer machen, um dieses Advanced-System so ein bisschen in Schwung zu bringen. Das performt dann also viel, viel besser als das Bohrmesser-System und auch viel besser als manches andere System, was wir so kennen. Und im Zuge dieses Umbaus dämmen wir auch die Türen. Und wenn wir die Türen dämmen, dann machen wir das auch gleich weg hier. Soll ich nochmal zeigen? Jeder A-Klasse-Fahrer kennt das. Du ziehst die Türe zu und es klingt wie bei einem 30 Jahre alten Auto. So, so sieht's mal aus. Das eigentliche Problem ist, guck mal hier, diese Ambientebeleuchtungsplastikleiste, die sitzt hier so in dem Griff drin, hier in dem Schlitz, den ihr hier seht. Und die knarzt. Und zwar macht die das nicht von alleine, sondern das macht die, wenn du den Griff bewegst und dran ziehst, dann verwindet sich der Griff in sich und die Leiste scheuert dann an ihren Führungsschienen. So, und da machen wir so ein Kunststoff, also ein Textilband drumherum, dass das nicht mehr, dass sie ein bisschen straffer sitzt und auch so ein bisschen gepolstert ist und schon knarzt sie nicht mehr. Und des Weiteren hast du hier diese Spange, die hier auf dem Griff drauf sitzt, wenn man die zusammendrückt mit der Hand, wenn man die Tür schließt, dann knarzen die Kunststoffführungen ineinander, weil das verschiedene Materialien sind. Das ist ja ein härteres Material als das und das irgendwas macht immer. Auch hier kommt so ein Textilband dran, damit die Kunststoffflächen nicht mehr direkt aneinander liegen. Das ist also sehr, sehr dünnes Zeug und sehr, sehr strapazierfähig. Hier ist nicht die Gefahr, dass das jetzt beim dritten Mal Tür zuziehen sofort wieder zerreißt oder kaputt geht, sondern es ist schon zart, das Material. Und das machen wir dazwischen. Diese Maßnahmen reichen aus, damit der Griff die Fresse hält. Ja, dann kannst du die Türe ganz normal zumachen, ohne dass du denkst, du sitzt jetzt hier in einem 10 Jahre alten Sprinter oder sowas. Ja, also das gehört zur Maßnahme Türdämmung bei uns mit dazu, will ich nochmal sagen. Wenn ihr einen Car-HiFi-Umbau hier machen